Tja, da haben wir den Propellertyp auch besiegt. Sieben Jahre. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück. Mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Mit mehr Kompatibilität wahrscheinlich. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Der tut mir fast leid, der Heisenberg. Fast. Wenn er uns hier nicht einsperren und mit Maschinen zudröhnen würde. Der kranke Psycho. Aber so gestürzt sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Blackrose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind. Ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Das war aber nix. Würde ich mal sagen, weiter hier. Weiter im Text. Gefährlich aus. Muss doch was passieren. Nichts. Sind wir hier wieder in Erscheinung, oder? Was zum Heisenberg? Wer sonst? Wie sollte uns damals begrüßt? Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Das bringt doch nichts. Wegen dem müssen wir was anderes finden. Was ist mit Heisenberg? Und wieder nach unten? Na toll. Sag nicht, wir müssen schon wieder den ganzen Weg nach oben. Wir waren schon da. Das ist doch ein Witz! Ja, das ist ein ziemlicher Witz. Jetzt müssen wir jetzt erneut nach oben kämpfen oder was? Es ist doch irgendwann. Irgendwann muss es doch mal vorbei sein. Her damit! Hey, was? Ich hatte dich gewarnt, Ethan! Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda.
Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Warum hat er nicht eins eingewählt? Dann ist es meine Fresse. Das ist unlogisch. Hätten wir uns rausgehalten. Okay, Ethan. War so. Oh Gott. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ach. Später Einsicht. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Wir haben ja wohl der Pilz. Alle umgebracht, bis auf Heisenberg. Verflucht. Ich dachte, Miranda. Ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Miranda. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Was für eine Maschine machst du da gerade? Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Deine Männer waren ja bisher sehr kompetent. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ach. Und du etwa? Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Chris Redfield ist deine Tochter da raus. Dumm wie nichts. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Sorry, dass ich immer so zwischen die Zwischensequenzen nabe, aber es juckt mich irgendwie immer. Mal wieder hätte Reden geholfen. Das ganze Abenteuer verhindert. Unhomed Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamyzeten infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikrie. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen. Sei es jemand oder etwas. Was sagt mir, dass Chris Redfield nicht Mutter Miranda ist? Wer sagt das, dass das, wenn sie jede beliebige Gestalt annehmen kann? Großer Plotpunkt am Ende. Hätten sie jetzt erschießen können. Sie hat sich jetzt mir ausgegeben. Wenn sie sich jahrelang jetzt mir ausgegeben hat. Es ist. Und die Beziehung vorgeguckt hat. Wieso. Es ist. Chris Redfield, der taucht immer dann. Ist einmal aufgetaucht. Vielleicht war es gar nicht mir, sondern Chris. Das würde passen. Chris Redfield ist aufgetaucht und in das Haus eingedrungen und hat Mia erschossen. Passt zum Motiv von so würde Mutter Miranda vorgehen. Wann ist uns Chris Redfield in diesem Abenteuer begegnet? Als wir in dem Schuppen dort waren, beim Moreau dort am See, dort, da ist er aufgetaucht. Jetzt hier in Heisenbergs Fabrik. Das ist da. An diesen Orten. Sie hat es jetzt mir ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen.
Und sie hat sich als größere Redfield ausgegeben und ist in Ethan's Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet. Selbst musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, als Mitfahrende, eine Mitfahrende getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Soweit ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Aha, jetzt sollen wir gegen Heisenberg mit der Maschine kämpfen. Nicht großartig. Hier steht eine Schreibmaschine. Die Schreibmaschinen sind auch immer an den sinnvollsten Orten platziert. Erste Hilfe Set. Ein bisschen Munition. Behaltet das mal im Hinterkopf. Die Theorie mit Chris Redfield. Ich kenn's nicht, ist für mich blind. Aber ist eine Theorie. Wäre der glatte Wahnsinn, wenn das jetzt sich jetzt herausstellen würde. Dann steigen wir mal ein. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Endlich Schuss. Okay, Maschinengewehr, Geschütz abfeuern. Retten. Aha. Sollen wir denn jetzt durch? Aha. Rauf. Das hält mich jetzt noch mehr an Wolfenstein. Mit der Maschine. Maschinenmensch. Diese blocken wir. Okay. Das kann ja was werden. Warten wir hier kurz. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens im Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer, deine Leiche, wird sich gut in meiner Armee machen. Stell dich an, zeig mir, was du drauf hast. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters, was? Ich hätte auch Schwachstellen.
zocklos, das war's schon. Noch lange nicht. Bist du auch angeschnallt, Rumpfwaffe? Sehe Schwachstellen. Ich bin mehr. Vermeide dich vor meinem Stahl. Roboter. Dafür bin ich diesen verfluchten Wald wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Kraft, die sie mir glaubt. Ein Sohn, wie er im Buch geschrieben. All die Jahre unter der Vogel dieser Schlampe. Von den Fleisch, weißt du? Die Doppel-Tick-Tack-Ethan. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Na? Okay, das war's mit der. Komm schon! Beeindruckt? Hast du Spaß? Geht so. Ich in der Hölle wieder. Und dann gehört Rose Macht. Natürlich steckt jetzt ins Auto ein. Nein, ja. Nein. Eben Spatzins. Es ist noch nicht vorbei. Ich. Sieht aber ziemlich danach aus. Sie töten. Das übernehmen wir dann. Kristalliner Heisenberg. Frei für den Schrottplatz. Da war der nächste. Ethan, was ist passiert? Graf da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Natürlich. Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Er schießt sie jetzt. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Das war irgendwie klar. Das nicht, ich glaube, das ist auch klar. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins!
Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du das war sowas von klar. Einzigartig. Das ist aber kein ich habe genug von dir gelernt. Ist die du Welt hast aus als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Die End. Ethan tot. Alles vorbei. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber What? Ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Spielen ich hab wir das jetzt. Beobachten satt, bin völlig eingerüstet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Und wie sollen wir jetzt Chris Redfield Miranda töten? Wie soll denn das funktionieren? Das ist wie was verwirrend ist das denn bitte? Chris Redfield ist jetzt nicht mehr BSA. Hey Alpha, sieh mal.
BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. 300 Schuss haben aktuell. Das klingt nach viel, aber wenn wir einen Bosskampf machen müssen. Sollten wir sparsam umgehen. Bist die Route sicher? Verstanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Nehmen wir doch noch unseren Bossfight. Ich hätte fast befürchtet. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Wir kriegen hier keinen Bossfight mehr. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behaltet eure Masken auf. Jetzt können endlich diese großen Viecher. Besiegen. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tantra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bombeis, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Ich bin die Viecher auch im Dunkeln sehen. Okay. Du frisst durch das Dorf. Von einer Mutamycet-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Wir hätten die ganze Zeit mit Chris spielen sollen. Das wäre echt gewesen. Wir hatten schon echt genug. Bisschen drauf halten mit der Waffe. Munitionsnach. Wir kriegen neue Munition in einen der Häuser. Hat sie gesagt. Dann können wir ja. Muss noch nicht Geld sein. Und sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Bisher kein Problem. Wir kämpfen auch nur bisher nur gegen Leititz. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Das ist die gute Frage. Wo ist das Ziel? Ja, mitten rein.
Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Das ist nicht gut. Augenblick. Muss nachladen. Kann ich die irgendwie ausschalten? Der Pilz breitet sich rasant aus. Das muss ihn stimulieren. So wird das nix. So wird das nix, so wird das nix. Kann ich Waffen wechseln oder so? Schwierigkeit besteht da drin. Ich hab bisher nicht so gut geklappt. Ausweichen. Nicht so oft treffen lassen. Ja. Das ist mein nächstes Ziel. Das ist schlecht. Die Zahl der Biowaffen steigt. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Ich triff mal was. Wie gefällt dir das? Okay, da unten muss der Megamix sein. Haben wir falsch geschossen.